Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Demon. Nachdem ich vor 2 Wochen die ganzen Harry Potter Filme zusammengefasst habe, dachte ich mir, dass ein Ranking der 8 Filme doch super passen würde. Und einige von euch haben sich das auch gewünscht. Deshalb machen wir das heute. In diesem Video werde ich alle 8 Harry Potter Filme vom schlechtesten bis zum besten ranken. Und da muss ich aber noch was zu sagen. Die Harry Potter Reihe ist bei mir so das Gegenteil von der Halloween Reihe. Bei Halloween gibt es keinen Film, den ich richtig gut finde. Und bei Harry Potter gibt es keinen Film, den ich richtig schlecht finde. Ich werde hier auch einige Kritikpunkte erwähnen und es wird manchmal so klingen, als könnte ich die Filme echt nicht leiden, aber ihr müsst mir vertrauen, ich mag die alle. Ich weiß auch, dass man die Harry Potter Bücher und die Filme eigentlich voneinander trennen sollte und die eher so als Paralleluniversen anzusehen sind. Ich werde aber trotzdem hin und wieder nicht drum herum kommen, Vergleiche zu den Büchern zu ziehen. Hier habt ihr also eine Spoilerwarnung, was sowohl die Filme als auch die Bücher von Harry Potter angeht. Jetzt legen wir aber direkt los mit Platz 8. Ich habe ja gesagt, dass ich keinen Harry Potter Film richtig schlecht finde, aber der Feuerkelch macht es mir echt schwer und ich werde hier direkt ein paar Mal die Buchkeule schwingen müssen, weil hier einige Änderungen gemacht wurden, die ich einfach nur dumm finde. So wird direkt am Anfang verraten, dass Barty Crouch Jr. den ganzen bösen Shit macht und der ganze Mystery-Aspekt aus dem Buch geht flöten. Die ganze Rita Skeeter bzw. Rita Kimcorn Sache wird einfach gar nicht erwähnt und sie kommt nur ein paar Mal vor, um nervig zu sein. Und die Weltmeisterschaft, naja. Gerade als der Teil losgeht, der im Film vermutlich viel geiler gewesen wäre als im Buch, kommt einfach ein Schnitt und alles wird übersprungen. Geil. Dann gibt es noch Szenen, die im Buch nicht vorkommen, aber einfach hinzugefügt wurden, wie der Kampf zwischen Harry und dem Drachen, der absolut keinen Sinn ergibt, weil niemand das zulassen würde und es ein Riesenproblem wäre, wenn ein Drache entkommt. Juckt aber kein, Harry packt das schon. Und wer dachte, dass es in einem Magiefilm in einem alten Schloss passend und cool wäre, wenn das Auge von Moody sich anhört, als wäre er der Terminator? Und warum zur Hölle ist Dumbledore in dem Film so aggressiv? In den Büchern ist er immer mega chillig und die Szene hier wurde sogar schon zum Meme. Im Buch steht, dass Dumbledore Harry ganz ruhig fragt, ob er seinen Namen in den Feuerkelch geworfen hat. Im Film kommt er dann aber angerannt wie Rambo, tackelt Harry fast weg und brüllt ihn an. Bevor es jetzt klingt, als würde ich den Film hassen, will ich aber auch noch hervorheben, was mir daran gefallen hat. Einige Szenen sind echt schön umgesetzt und wirken so, wie sie gemacht wurden, echt gut. Zum Beispiel die Unterrichtsstunde, in der die Schüler über die unverzeihlichen Flüche unterrichtet werden. Oder die Szene, als Cedric stirbt und Voldemort auftaucht. Allgemein gefällt mir das Design von Voldemort in den Filmen echt gut, auch wenn ich glaube, dass er noch etwas geiler aussehen würde, wenn er wie im Buch rote Augen bekommen hätte. Platz 7. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Ja. Also der Film ist in meinem Kopf irgendwie so ein Meh. Und es fällt mir schwer, da wirklich viel zu sagen. Ich glaube, eins meiner größten Probleme mit dem Film ist, dass ich die Geschichte einfach nicht so spannend finde. Selbst im Buch hat sich die erste Hälfte für meinen Geschmack zu sehr gezogen. Was den Film angeht, wurden ein paar Entscheidungen getroffen, die aus filmischer Sicht zwar Sinn ergeben, aber trotzdem irgendwie die Story negativ beeinflussen. Beispielsweise der Vielsafttrank. Harry, Ron und Hermine sind nun auf der Flucht und es darf absolut niemand wissen, wo Harry ist, da das zu gefährlich wäre. Deswegen transportieren sie ihn ja auch so vorsichtig und sind ihm gegenüber sogar erstmal misstrauisch. Später rennt er aber einfach als er selbst bei der Hochzeit rum und danach gehen sie auch einfach so nach Godric's Hollow, wo seine Eltern gestorben sind. Ohne Tarnung. Im Buch war Harry sowohl auf der Hochzeit als auch in Godric's Hollow mit Vielsafttrank getarnt. Ich kann verstehen, dass Daniel Radcliffe Harry Potter ist und man den dann auch im Film zeigen will, aber das hat mir ein bisschen die Logik zerstört, da man ihn erst so krass tarnen will und es dann plötzlich nicht mehr wichtig ist. Der Film hat auch echt coole Momente, wie den Einbruch im Ministerium, die Hochzeit oder die Szene in Malfoy Manor und visuell sind einige echt coole Ideen umgesetzt, wie die Geschichte der drei Brüder oder einige Übergänge, wie hier beim Disapparieren. Aber die Heiligtümer des Todes Teil 1 ist der einzige Harry Potter Film, auf den ich nie spontan Lust habe, weil er einfach im Gegensatz zu den anderen kein befriedigendes Ende hat. Man muss danach eigentlich immer den zweiten schauen und das ist dann halt schon ein größeres Commitment als bei den anderen Teilen. Der YouTuber MovieFlame hat ein schönes Video dazu gemacht, warum es so unbefriedigend ist, hier nur die Hälfte der Geschichte zu sehen. Schaut euch das gerne auch mal an. Platz 6. Harry Potter und der Halbblutprinz war einer meiner Lieblings-Harry Potter Filme. Nachdem ich das Buch gelesen hatte, ist er nun aber abgerutscht. Was ist da los? Ich finde das Buch richtig geil. Es ist wahrscheinlich sogar mein Lieblingsbuch der Reihe und der Film hat alles, was am Buch geil war, einfach schlechter gemacht und mit neuen Szenen erweitert, die für mich keinen Sinn ergeben. Zum einen wird der Film dem Halbblutprinzen nicht gerecht. Das Buch wird im Film vielleicht 3-mal erwähnt, es hat kaum Einfluss auf Harry und am Ende sagt Snape dann: I'm the Half-Blood.
als wäre das jetzt mega der krasse und wichtige Plot-Twist, aber es wirkt einfach nicht, weil das halt im Film nicht richtig thematisiert wird. Warum heißt du so? Warum soll mich das jucken? Man weiß es nicht. Dann geht es natürlich um die Romanzen. Ginny und Harry finden zueinander, Ron und Hermine finden zueinander. Und wie zeigt man am besten, dass Ginny und Harry füreinander geschaffen sind? Richtig, man erfindet eine andere Figur dazu, mit der Harry dann flirtet. Das zeigt, wie wichtig ihm Ginny ist. Die ganze Ginny und Harry Geschichte ist meiner Meinung nach so cringy und unangenehm in den Film, die haben sogar den ersten Kuss, der im Buch geil war, einfach unangenehm gemacht. Luna und Harry haben im Film eine bessere Chemie als Harry und Ginny. Was das Buch auch geil gemacht hat, war der tiefe Einblick in Tom Riddles Gedanken. Im Buch gab es 7 Erinnerungen von ihm, die man sich angeschaut hat. Im Film sind nur 3 davon zu sehen, beziehungsweise 2, eine davon wird ja einmal gefälscht und einmal richtig gezeigt. Aber statt im Film eine zusätzliche Erinnerung reinzupacken, erfindet man lieber eine Szene dazu, in der Bellatrix auftaucht und den Fuchsbau niederbrennt, was keinerlei Auswirkungen auf irgendwas hat, weil der halt im nächsten Teil wieder da ist und dann eine Hochzeit gefeiert wird. Hurra, zum Glück wurde uns diese tolle Szene geschenkt. Was mir an dem Film aber echt gut gefallen hat, ist die düstere Atmosphäre, die schaurigen Einstellungen und Slughorn. Ey, ich liebe Slughorn. I can remember when it was one broomstick. Oh, hands on deck, Granger. Außerdem kommt hier wohl einer meiner Lieblingsmomente aus der ganzen Filmreihe vor, als Harry zu Hermine sagt, "But I am the chosen one." She's only interested in you because she thinks you're the chosen one. But I am the chosen one. Abgesehen davon hält der Film auch einige andere Lacher parat, was ich zwar ganz gut finde, ich hätte mir nur gewünscht, dass der Fokus des Films nicht so krass auf Rom-Com wäre, gerade weil das Buch halt so düster ist. Platz 5. Harry Potter und der Stein der Weisen ist ein schöner Einstieg in die Welt der Zauberer und Hexen. Er hat meiner Ansicht nach erfolgreich die Aufgabe gemeistert, eine magische Welt, die jeder Leser der Bücher sich schon irgendwie selbst ausgemalt hat, so darzustellen, dass sie von der großen Masse akzeptiert wurde und bis heute gefeiert wird. Es ist unglaublich leicht, ein Buch zu verfilmen und damit die Fans vor den Kopf zu stoßen, wie man bei Eragon gesehen hat. Regisseur Chris Columbus hat hier einen super Start hingelegt und wie bereits bei Kevin allein zu Hause bewiesen, dass er super mit Kindern arbeiten kann. Was die ersten 3 Filme aber noch stark von den anderen unterscheidet, ist die Musik, die von John Williams kommt, der übrigens bei Kevin allein zu Hause auch am Start war. Die anderen Harry Potter Filme haben zwar auch ganz gute Musik und vereinzelt Stücke, an die man sich erinnert, aber aus Teil 1, 2 und 3 kenne ich halt wirklich jede Melodie. Die Musik geht hier auch oft Hand in Hand mit dem visuellen, wie am Anfang mit dem Deluminator. Es gibt aber auch an dem Film einiges, was mich stört. Zum einen das Punktesystem, was absolut broken ist. Da bin ich echt froh, dass das in den anderen Filmen keine große Rolle mehr spielt. Die Bestrafung im Wald fand ich auch irgendwie dumm, vor allem, dass Harry und Draco dann ohne Erwachsenen rumlaufen müssen. Haha, wir haben euch erwischt, wie ihr nachts draußen wart. Das ist gefährlich. Als Strafe müsst ihr jetzt nachts allein im Wald rumlaufen, wo es noch gefährlicher ist. Außerdem ist das CGI stellenweise echt nicht geil und das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber Oliver Wood erklärt Quidditch falsch. You catch this, Potter, and we win. Wer den Schnatz fängt, gewinnt nicht automatisch. Er bekommt 150 Punkte und beendet das Spiel. Was ich übrigens auch dumm finde, aber das hat ja jetzt nichts speziell mit dem Film zu tun. Nichtsdestotrotz ist Chris Columbus hier ein toller Start fürs Franchise gelungen. Auch wenn einige seiner Designs später nochmal abgeändert wurden, hallo Tom, bewirken die schönen Bilder gepaart mit der tollen Musik hier doch etwas Magisches. Platz 4. Harry Potter und die Kammer des Schreckens gefällt mir in einigen Belangen besser als der erste Teil und behandelt ein bisschen das gegenteilige Thema. Im ersten Teil lernt man die magische Welt aus der Sicht eines Muggels kennen und in Teil 2 geht es um die Muggelwelt aus der Sicht der magischen Menschen. So lernen wir hier Arthur Weasley kennen, der sich für Muggel interessiert und ein verzaubertes Auto hat, und in der Schule bekommen wir mit, dass Muggel und Muggelstämmige von einigen Zauberern als minderwertig angesehen werden. Und während es im ersten Teil noch hauptsächlich darum ging, die magische Welt vorzustellen, nimmt hier die Geschichte etwas Fahrt auf und ist ziemlich spannend. Nur das letzte Drittel gefällt mir hier nicht so, weil mir das dann alles doch etwas zu stark von Zufällen abhängig ist. Dumbledores Phönix taucht zufällig auf und bringt den sprechenden Hut vorbei. Laut Dumbledore kam der nur, weil Harry Loyalität zu Dumbledore gezeigt hat. Hätte Tom also nicht zufällig Dumbledore beleidigt, wäre der Phönix nicht aufgetaucht. Dann ist natürlich der Basiliskzahn zufällig einer der wenigen Gegenstände, mit dem man Horcruxe zerstören kann, und ganz zufällig kann der Phönix dann auch noch die tödliche Verletzung von Harry
Harry heilen. Davor hat Lockhart übrigens zufällig den kaputten Stab von Ron benutzt und sich selbst ausgenockt. Das sind mir dann doch etwas zu viele Zufälle und was die Stellen danach betrifft, muss ich nochmal die Buchkeule rausholen, weil hier einiges geändert wurde, was für mich null Sinn ergibt. Im Buch verrät Dobby in dieser Szene hier, dass Lucius Ginny das Buch untergejubelt hat. Im Film sieht Harry das aber am Anfang und verrät es einfach keinem. Was ist Harry bitte für ein Arschloch in dem Film? Hey Ginny, weißt du noch damals das traumatische Jahr in der Schule, als Voldemort dich benutzt hat, um schreckliche Taten zu vollbringen, Nachrichten mit Blut an die Wand zu schreiben und du fast gestorben wärst? Also ich wusste ja die ganze Zeit, dass Malfoy dir das Buch gegeben hat. Ich hätte alles verhindern können, aber ich hab's einfach niemandem verraten. Cool, oder? Dann versucht Malfoy auch noch in Hogwarts den Todesfluch auf Harry anzuwenden, was total bescheuert ist. Das klingt alles sehr negativ, aber abgesehen davon gefällt der Film mir doch besser als der erste und dafür, dass nur ein Jahr zwischen den Filmen liegt, ist es krass, wie viel besser die Effekte sind. Es gibt hier Dobby, Aragog und seine Buddies, den Basilisk und ein Quidditch-Spiel, was weniger wie ein CGI-Massaker aussieht als noch vor einem Jahr. Davor ziehe ich meinen sprechenden Hut. Platz 3. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 gefällt mir trotz einiger Änderungen zum Buch, die ich absolut dumm finde, richtig gut. Das Gefühl vom Abschluss der Reihe wird so gut eingefangen und es wurden so viele Easter Eggs versteckt. Für diejenigen, die die Bücher nicht gelesen haben, habe ich hier mal eine relativ wichtige Info. Die Bücher sind mit einigen sehr wenigen Ausnahmen aus der Sicht von Harry geschrieben. Man bekommt so gut wie immer nur das mit, was Harry sieht. Was gerade bei der Schlacht von Hogwarts etwas langweilig sein kann, weil Harry halt den Horcrux sucht und man das Zeug, was draußen abgeht, gar nicht so mitbekommt. Der Film bietet da also coole neue Einblicke, wie die Perspektive von Voldemort oder die Kampfszenen der anderen Hexen und Magier. Und während einige Sachen abgekürzt wurden, wie die Erinnerung von Snape, sind sie im Film trotzdem unfassbar emotional und wirkungsvoll, weil B-Roll-Material dazu geschnitten wurde, indem er Lily findet, was im Buch nicht passiert, und man wunderschöne Musik dazu hört. In der Schlacht hat man dann coole Details wie Slughorn, der sich ein Fläschchen flüssiges Glück reinpfeift, Oliver Wood, der sich schlecht fühlt, dass er Quidditch falsch erklärt hat und als Wiedergutmachung in der Schlacht aushilft, oder Riesen, die mit abgebrochenen Quidditch-Ringen um sich schlagen. Mein größter Kritikpunkt am Film ist jedoch der Tod von Voldemort. Jeder, der die Bücher gelesen hat, weiß, wie geil und wirkungsvoll das im Buch war und ich verstehe nicht, warum sie das im Film so lahmarschig abgeändert haben. Was ich aber gut fand, war, dass Harry hier den Elderstab zerstört hat. Er hätte zwar vorher seinen eigenen Zauberstab damit reparieren können, aber die Zerstörung des Elderstabs finde ich sinnvoller als die Lösung, die im Buch gefunden wurde. Der Film ist ein schöner Abschluss für die Harry Potter-Reihe und im Gegensatz zum Vorgänger auch ein Film, den ich mir gern einfach mal so anschaue. Platz 2. Harry Potter und der Orden des Phönix ist der einzige Film der Reihe, dessen Drehbuch nicht von Steve Kloves, sondern von Michael Goldenberg geschrieben wurde und der hat es echt gut geschafft, die Geschichte zu kürzen. Der Orden des Phönix ist das längste Harry Potter Buch, aber der zweitkürzeste Film. Wie geht das? Also zum einen wurde natürlich einiges ausgelassen, es wurde aber vor allem intelligent gekürzt. So wird hier viel mit Montagen gearbeitet, die viel Information in wenig Zeit rüberbringen, wie die ganzen Regeln von Umbridge oder die Treffen von Dumbledores Armee. Einige Szenen wurden umgeschrieben, wie die Ministeriumsszene, die im Buch um einiges länger ist, weil es da mehr Räume gibt und die Gruppe sich nochmal aufteilt. Die meisten Kürzungen sind, finde ich, gut gelungen, auch wenn einige Informationen meiner Meinung nach vielleicht doch noch im Film hätten bleiben können. Man erfährt im Film zum Beispiel nie, wo denn nun eigentlich die Dementoren am Anfang herkamen und dass der Film einfach Cho als Verräterin hinstellt, obwohl es eigentlich ihre Freundin war, fand ich auch nicht so geil. Ich kann es verstehen, weil man sich somit die Zeit spart, die es gebraucht hätte zu erklären, warum Cho und Harry nicht zusammenkommen, aber es ist trotzdem irgendwie gemein. Was mir wiederum gut gefällt, ist, dass Neville im Film um einiges besser wegkommt als im Buch und er für die Gruppe wichtiger wird. Er macht eine Charakterentwicklung durch, die im Buch weniger deutlich ist. Im Buch ist es zum Beispiel nicht Neville, der den Raum der Wünsche entdeckt und im Buch wird Neville im Ministerium von Bellatrix gefoltert. Das hat mir im Film dann doch besser gefallen. Allgemein hat der Film ein angenehmes Tempo und bietet trotzdem die wichtigsten Informationen, auch wenn, wie gesagt, viel ausgelassen werden musste. Das alles unterstützt zum Teil auch die Aussage des Films, dass Harry nicht alles allein durchstehen muss. Zu Beginn fühlt er sich noch allein, ausgeschlossen und als müsse er die ganze Verantwortung auf seinen Schultern stemmen. Doch im Laufe des Films lernt er, dass er sich auf seine Freunde verlassen kann und er eben doch nicht alleine ist. Der Film arbeitet das sehr gut heraus und unterstreicht das noch damit, dass anderen Charakteren eine wichtigere Rolle zugeschrieben wird. Platz 1. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ach, was liebe ich diesen Film. Ach, wie geflasht war ich damals, als ich den mit 11 oder 12 das erste Mal sah. Damals konnte ich noch gar nicht begreifen, wie gut dieser Film eigentlich gemacht
ist, ich war nur unendlich verliebt in den neuen Look der Figuren und vor allem Hermine. Es war plötzlich alles so düster und fühlte sich erwachsener an. Und heutzutage fallen mir dann zusätzlich noch Dinge auf, die den Teil filmisch herausstechen lassen. Der Regisseur Alfonso Cuarón, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, weiß das Medium Film einfach zu benutzen und sagt so viel einfach nur dadurch, dass er es zeigt. Das perfekte Beispiel ist die Szene, als Dementoren in den Zug kommen. Im Buch steht nur, dass es kalt wird, es wird aber nicht gesagt, dass die Scheiben gefrieren oder so. Ein anderer Regisseur hätte hier vielleicht auch einfach den Trick mit dem Atem benutzt oder die Schauspieler sagen lassen, oh, es ist kalt, aber nicht Alfonso, meine Freunde. Es wird in der Szene nicht gesagt, dass es kalt ist, trotzdem weiß es jeder, der den Film schaut, weil Alfonso es zeigt. Wisst ihr, zeigen, das, was man in Filmen im Gegensatz zu Büchern machen kann, wo andere aber trotzdem einfach gern alles in Dialogen erklären. Oder noch ein Beispiel. Das große Thema vom Film ist Zeit. Und es wird erst am Ende richtig thematisiert, als sie den Zeitumkehrer nutzen. Aber Alfonso der Schlingel zeigt uns den ganzen Film über Kamerafahrten durch die Uhr in Hogwarts, sodass Zeit unterbewusst immer schon in unserem Kopf ist. Dann verknüpft er das Thema Zeit auch noch mit wichtigen Orten der Geschichte. Die peitschende Weide wird als Jahreszeitenuhr benutzt, die Zeitsprünge anzeigt. Sie ist also auch unterbewusst dauernd präsent und spielt später eine wichtige Rolle. Oder schaut euch das an. Der Unterricht von Lupin, in dem sie die Irrwichte behandeln. Ein Monster, das sich in das verwandelt, was man am meisten fürchtet. Also ein Monster, das für jeden anders aussieht. Wisst ihr, was auch für jeden anders aussieht? Das Spiegelbild. Also geht die Stunde damit los, dass die Kamera durch einen Spiegel fährt, als wolle man sagen, was jetzt passiert, ist für jeden anders und es ist nicht real. Am Ende der Stunde geht es dann in die Realität zurück und es wird aus der Spiegelwelt zurück in die echte gefahren. Es gibt in dem Film so viele Szenen, an denen man genau zeigen kann, warum Alfonso so ein genialer Regisseur ist. Aber das würde den Rahmen sprengen. So, damit ich auch noch was zum Inhalt des Films sage. Die Geschichte gefällt mir sehr gut, aber vor allem eben, wie sie erzählt wird. Es gibt natürlich auch Dinge, die mich stören, zum Beispiel, dass die Vorgeschichte der Rumtreiber es nicht in den Film geschafft hat, dass Harry am Anfang die Regeln bricht und außerhalb der Schule zaubert, weil es für den Film halt cool aussieht, oder dass Lupin am Ende ein bisschen verrückt spielt. Well, 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 Hermione, you really are the brightest witch of your age I've ever met. Enough talk, Remus! Beim ersten Mal schauen denkt man hier, krass, Lupin ist böse, aber spätestens beim zweiten Mal denkt man sich dann, Lupin, warum verhältst du dich so weird? Klär doch einfach auf, was Sache ist, du machst deinen Kindern Angst! Trotzdem ist der Gefangene von Azkaban mein Lieblingsfilm der Reihe und ich kann mir den immer wieder anschauen. Arresto Momentum! Das war auch schon mein Ranking zu den Harry Potter Filmen. Ich habe jetzt stellenweise doch ein bisschen mehr über die Änderungen zu den Büchern geredet, als ich eigentlich vorhatte. Vielleicht sollte ich da endlich mal die Videos zu machen, das haben sich ja auch schon einige gewünscht. Wie sieht's bei euch aus? Welche Filme gefallen euch am besten? Gibt's welche, die ihr gar nicht mögt? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.